2. Mai 2010, das sind die Walliser Nachrichten zum Ende des Wochenende. Was passiert ist, ihr erfahrt es an der Stelle. Streit um die Qualität des Spital Wallis. Abstimmung über 2 kommunale Vorlagen auf Riederalp und verregnete Töffsegnung auf dem Simplonpass. Politiker von den verschiedensten Partien verlangen eine unabhängige Untersuchung von der Qualität im Spital Wallis. Der ehemalige FDP-Regierungsrat Serge Sierro und der Jean-Claude Beau kritisieren die Machtstellung des Kantonsarzt Georges Dupuy. Außerdem sehen sie bei der Personalpolitik eine Väterliwirtschaft und kritisieren die Kardiologie. Das Spital Wallis wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Der Gesundheitsdirektor Maurice Dorne will am Dienstag im Parlament zu diesen Vorwürfen Stellung nehmen. Die Urversammlung der Gemeinde Riederalp hat am Wochenende über 2 kommunale Vorlagen abgestimmt. Bei einer Stimmbeteiligung von rund 52% hat man das Reglement über die Lärmbekämpfung und den Verkehr knapp mit 97 Ja zu 100 Nein abgelehnt. Auch das Reglement über den Zweitwohnungsbau ist abgelehnt gekommen. Der Gemeinderat bedauert vor allem den Abstimmungsausgang beim Reglement über den Zweitwohnungsbau. Trotz dem Regen sind am Sonntag rund 600 Töfffahrer auf den Simplonpass an die traditionelle Töffsegnung gefahren. Zum ersten Mal hat dieses Jahr der Pfarrer Paul Martone von Brigg die Fahrer und ihre Töffe gesegnet. Für die musikalische Unterhaltung war die Band Milestones zuständig. Die meisten Töfffahrer sind aber direkt nach der Segnung zurück ins Tal gefahren. Trotzdem sind die Organisatoren mit dem Anlass zufrieden gewesen. Die Oberwalliser Chöre haben vom Freitag bis am Sonntag am 28. kantonalen Gesangsfest zu Füyi mitgemacht. Insgesamt haben sich am Anlass rund 7'800 Sängerinnen und Sänger von 106 Chören getroffen. Neben den Auftritten vor der Jury hat es am Gesangsfest diverse Atelier- und Galakonzerte gegeben. Am 51. Lötschentaler Musikfest sind am Samstag die Veteranen im Mittelpunkt gestanden. Der OK-Präsident Michael Meyer hat alle Veteranen eingeladen und das Musikfest hat mit einer Andacht angefangen, wo man die verstorbenen Mitglieder geehrt hat. Nachher sind die Auftritte der 4 Musikgesellschaften aus dem Lötschental auf dem Programm gestanden und ein Unterhaltungsprogramm in der Turnhalle und im Festzelt haben den Anlass abgerundet. Am Sonntagmorgen ist es der Kippel musikalisch weitergegangen. Der war nämlich das Dekanatsfest auf dem Programm. Die 13 Kirchenchöre aus dem Bezirk Westlich Raro haben am Morgen Mess vom Dirigent Paul Kolesch aufgeführt. Am Nachmittag haben sie weltliche Lieder vor Publikum in der Turnhalle gesungen. Zum ersten Mal haben auch Schülchen an einem Anlass einen Auftritt gehabt. Laut dem OK-Präsident Roland Rieder hat man so den Jungen und dem interessierten Publikum die Kirchenchöre näher bringen und auch noch neue Mitglieder finden. Dank dem wenigen Schnee, was diesen Winter gegeben hat, ist man mit der Räumungsarbeit am Grimselpass gut vorwärts gekommen. Wegen Sicherheitsarbeiten kann man den Pass aber noch nicht öffnen. Die Verantwortlichen hoffen, dass man den Grimselpass dann ca. zu Pfingsten im Verkehr übergeben kann. Im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums der Kleineisenbahn auf dem Gurten bei Bären hat man am Samstag ein Modell von der MG-Bahn eingeweiht. Die Skifahrerin Franz Hüftenblatt von Zermatt war als Gotte vom MGB-Modell da. Neben der Einweihung des Modells hat man eine neue Bergstrecke eröffnet. Seit 1960 gehört der Spielpark mit der Kleineisenbahn zu den Attraktionen auf dem Gurten. Die Gewerkschaft Unia Jugend Oberwallis hat am Samstag im Zickhaus zu Gleis die erste Maifeier organisiert. In verschiedenen Reden hat man die Boni-Exzesse an das Wirtschaftssystem kritisiert und mehr Solidarität gefordert. Am Abend hat es noch verschiedene Konzerte gegeben. Laut der Unia war der Abend ein Erfolg. Zum Sport Fußball. Vor 10'500 Zuschauern gewinnt der FC Sitte dank einem Goal vom Serie mit 1-0 gegen die Grasshoppers. Die Walliser mussten bis zur 85. Minute warten, bis der Dide mit einem abgelenkten Weitschuss das Spiel entschieden hat. Mit diesem Sieg hat Sitte nach wie vor die Chance auf dem Platz im Europacup. Zu einer ersten Liga. Der FC Naters hat gegen Malle mit 2-3 verloren. Malle ist schon am Anfang des Spiels in Vierer gegangen. In der 22. Minute hat der Golic den Ausgleich erzielt. Nach der Pause hat der Frutiger die Walliser in Vierer geschossen. Mit einem Doppelschlag konnte die Gäste das Spiel schlussendlich aber gleich noch kehren.
Zum Eishockey, die EHC Fischbogen hat für die Saison 2010-2011 den 23-jährigen Freiburger Christian Bielmann verpflichtet. Der 1,86 Meter grosse Center kann man auch in der Verteidigung aufstellen. Der Bielmann hat mit Freiburg Gotter und den Young Sprinters 108 NLA-Spiele absolviert. Die letzte Saison hat der Bielmann mit den Basel Sharks gespielt. Und eine Leichtathletik beim Martini läuft zu Fisch hat es einen neuen Streckenrekord gegeben. Gewonnen hat der Engländer Martin Cox. Mit mehr als 3 Minuten Rückstand ist der Fischer Stefan Emele auf den zweiten Rang gelaufen. Der Unterwalliser Jean-Pierre Teta ist dritter gekommen. Bei den Freien hat Jacqueline Rubin von Balchieder gewonnen. Zweite ist Astrid Pfammater gekommen. Evelyn Peter hat sich auf dem dritten Platz klassiert. Die Töfer haben dem schlechten Wetter also getrotzt. Ob sie nächste Woche wieder bei Sonnenschein können unterwegs sein, das sehen wir jetzt im Walliswetter. Am Sonntag war im ganzen Oberwallis Wolken verhangen, zeitweise nass. So sehen wir es hier bei der Töftechnik eben auf dem Simplon. Auch der Wochenstart ist bewölkt und ab und zu regnet es, aber tagsüber gibt es auch trockene Abschnitte. Die Temperaturen bleiben im ähnlichen Rahmen wie die letzten Tage. Im Goms gibt es 7 Grad, zu Brieg und zu Fisch 14 und zu Zermatt 8 Grad. Der Dienstag und Mittwoch die sind recht wolkenverhangen. Von Süden her kommt feuchte Luft ins Oberwallis und es regnet viel. Die Sonne scheint da dabei nur wenig. Schnee gibt es bis auf 1500 Meter. Am Donnerstag lässt der Regen dann an, aber gleich sieht man noch nicht viel von der Sonne. In diesem Sinne wünsche ich allerseits eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.